Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zum neuen Überraschungsorakel. Ja, diese Woche kommt das Überraschungsorakel am Montag, vergangenen Freitag. Hatte ich leider keine Zeit, das Überraschungsorakel zu drehen. Deswegen mache ich das heute. Und heute mit einem ganz besonderen Legesystem. Dieses Legesystem habe ich entworfen. Das ist die Legung Du und Ich, klarer Blick, der große oder klare Sicht, der große Liebesblick. Und hier schauen wir uns an, was dein Gegenüber denkt, was er fühlt, was er sich von dir wünscht, was sein nächster Schritt sein wird und wie es langfristig bei euch weitergeht. Das habe ich mir gedacht, mache ich heute für euch. Und zwar die Hauptlegung habe ich hier mit den Art Deco Wahrsagerkarten ausgelegt. Das ist sozusagen ja, die Hauptlegung mit diesen Karten. Dann habe ich euch eine Botschaft gezogen aus dem E-Quadrat Orakel. Und eine Botschaft aus Vision der Seele. Und so ist dieses Orakel aufgebaut und das ist ein allgemeingültiges Orakel. Für Partnerschaften, für Wunschpartnerschaften ist diese Legung geeignet. Und da das ja ein allgemeines Orakel ist, kann das nicht auf jeden zutreffen. Das heißt, das, was sich hier zeigt, kann auf dich und deine Situation passen, muss aber nicht. Und wenn du diese Legung für dich persönlich haben möchtest, habe ich bis kommenden Freitag eine Aktion, nämlich diese Legung als Video um 30 € statt 40 €. Da bekommst du einen privaten YouTube-Link, das kannst nur du eben dann anschauen, diese Legung, oder du möchtest das gerne per E-Mail haben, dann bekommst du eine PDF-Datei zugeschickt. Und diese Legung kostet jetzt zum Aktionspreis 15 € statt 20 €. Ja, bis kommenden Freitag gilt diese Aktion. Ab Samstag gilt dann für diese Legung der Normalpreis, denn das ist die Legung, die ihr in der Vergangenheit neben dem Liebesschicksal ist diese Legung die meistgebuchteste von euch. Und das freut mich natürlich, wenn ihr sehr gut oder sehr, ja, sehr gut mit dieser Legung in Resonanz geht, dass euch dieses Legesystem auch gefällt. Diese Legung und das Liebesschicksal wurde eben in der Vergangenheit am meisten von euch gebucht und das freut mich natürlich und eben deswegen habe ich mir gedacht, ich biete das wieder zum Aktionspreis an. Für alle, die das noch nicht gebucht haben oder die das einfach mal kennenlernen wollen, gilt eben jetzt bis kommenden Freitag der Aktionspreis. Ja, wie diese Legung aufgebaut ist, habe ich euch jetzt gezeigt. Die Karten sind in der Infobox verlinkt. Bei den Art Deco Wahrsagerkarten weiß ich nicht, ob die noch vertrieben werden. Ich kann schauen, ob ich hier einen Link finde, aber ich habe gehört, diese Karten werden nicht mehr verkauft. Vielleicht bin ich da auch falsch informiert. Gebt einfach, falls ich nichts finde, bei Google Art Deco Wahrsagerkarten rein und vielleicht findet ihr auch einen Shop, wo ihr diese Karten bekommt. Ja, ich beginne jetzt mit dieser Legung. Die Orakelkarten, die schauen wir uns zum Schluss an. Jetzt beginnen wir aber und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was dein Gegenüber momentan so denkt, was in den Gedanken deines Gegenübers los ist, mit was er sich beschäftigt oder natürlich auch, wenn dein Gegenüber eine Frau ist. Hier haben wir die Krankheit, das ist aber jetzt nicht auf die körperliche Krankheit bezogen, ja, da geht's einfach darum, dass eine Situation momentan kränkelt. Wir schauen ja, welche Situation damit gemeint ist. Dann haben wir die Reise, vielleicht hat dein Gegenüber eine Reise geplant, denkt eben darüber nach, dass diese Reise hier wirklich auch unter keinem guten Stern steht. Und dann haben wir noch den Witwer, das ist eine ältere Person. Kann auch in dem Sinn eine Witwe sein, weil es ja ein allgemeines Orakel ist. Das kann der Vater, die Mutter deines Gegenübers sein oder eine ihm ältere, nahestehende Person, zu der oder zu dem dein Gegenüber reisen muss, weil vielleicht diese Person sich nicht gut fühlt oder ja, weil diese Person einfach hier wirklich ja traurig ist. Eben auf energetischer Ebene ist die Krankheit gemeint, nicht auf körperlicher, auf energetischer Ebene. Ja, vielleicht
kränkelt auch eine Reise bei deinem Gegenüber wegen einer älteren Person und darüber macht sich dein Gegenüber Gedanken. Ja, dass jetzt nicht unbedingt diese Person kränkelt auf energetischer Ebene, sondern diese Reise wegen einer Person oder eben dein Gegenüber sollte eine Reise tätigen zu dieser Person, weil es dieser Person nicht gut geht. Ja, wie auch immer man das jetzt deuten mag, es geht hier um eine Reise, entweder zu einer Person oder eine Reise kränkelt wegen einer Person. Ja, und darüber macht sich dein Gegenüber Gedanken. Ob das dann wirklich so ist, das weiß man ja nicht, weil das sind nur unter Anführungszeichen die Gedanken deines Gegenübers. Vielleicht wurde diese Reise schon unterbrochen oder abgesagt, ja, wegen dieser Person und dein Gegenüber macht sich jetzt noch Gedanken oder dein Gegenüber denkt darüber nach, weil ihr gemeinsam eine Reise geplant habt oder ja, dass dein Gegenüber zu dir reisen möchte oder du zu deinem Gegenüber, aber das kränkelt wegen einer anderen Person. Ja, da müsst ihr einfach schauen, wie kann es auf euch und eure Situation zutreffen. Und wenn ihr mit dieser Legung nicht in Resonanz geht, gibt es ja die Möglichkeit, dass ihr diese Legung zum Aktionspreis bucht. Ja, weil ich kann jetzt hier nicht, ich weiß nicht, wer zuschaut, in welche Situationen ihr alle seid. Ihr müsst halt schauen, wie kann man diese Karten, die ich euch auch erkläre, auf eure Situation umdeuten sozusagen. Jetzt schauen wir uns die Herzebene deines Gegenübers an. Und da haben wir der Geistliche. Das ist immer so die Karte der Spiritualität, auch der Engel, der geistigen Welt. Ja, also da geht es hier wirklich auch darum, dass dein Gegenüber auch sehr sensibel ist, sehr sensitiv ist. Dann haben wir das Geschenk. Also auch so eine Überraschung. Er empfindet ja die Gefühle zu dir einfach auch wie ein Geschenk. Ja, er empfindet das hier wirklich als Wink des Schicksals oder ein Geschenk von oben sozusagen, dass du in sein Leben getreten bist. Und dann haben wir den Verlust. Also hier geht schon auch darum, dass dein Gegenüber hier schon ein Stück weit Gefühle hat. Ja, aber Verlustängste spielen hier noch eine ganz, ganz große Rolle. Vielleicht hat dein Gegenüber auch Angst, dass das hier einfach zu schön ist, um wahr zu sein und verschließt hier davor auch ein Stück weit das Herz, weil er Angst hat, ja, oder weil er sich denkt, das ist einfach zu schön, um wahr zu sein, das kann nicht real sein. Irgendwann werde ich aufwachen und werde das verlieren, ja, weil es einfach zu schön ist, um wahr zu sein. Ja, das sagt sozusagen sein Herz. Aber man kann hier schon sagen, dass hier auf jeden Fall Gefühle da sind, dass hier wirklich auch, ja, das Ganze wie ein Geschenk empfunden wird. Aber mit dem Verlust hat man auch schon ein Stück weit Angst, das, was man bekommen hat, ja, dass das wieder genommen wird, weil es einfach nicht real ist, glaubt dein Gegenüber, ja. Ob das jetzt wirklich so ist, das sei jetzt so dahingestellt. Aber das ist halt einfach, ja, dein Gegenüber hat auch schon Angst, dich zu verlieren, dieses Geschenk, diese Liebe, diese Gefühle einfach auch wieder zu verlieren. Da steckt auch ein Stück weit Angst noch auf der Herzebene. Schauen wir uns jetzt an, was sich dein Gegenüber von dir wünscht. Da haben wir das Geld, das Haus und der Brief. Dein Gegenüber wünscht sich also hier schon, dass du auf ihn zugehst, auch Nachrichten zukommen lässt. Aber mit dem Geld und mit dem Haus kann es jetzt durchaus sein, dass dein Gegenüber vielleicht finanzielle Probleme hat und er wünscht sich, dass du ihm da ein bisschen hilfst. Ja, dass du ihm sozusagen hier Nachrichten zukommen lässt, Nachrichten kommen ins Haus sozusagen und dass du ihm vielleicht hilfst, was das Geld betrifft. Ja, jetzt möchte ich nicht sagen, dass dein Gegenüber nur auf Geld aus ist, aber es kann durchaus sein, dass dein Gegenüber vielleicht finanzielle Probleme hat. Und das ist ja das, was er sich von dir wünscht, ja. Nachrichten, dass du ihm vielleicht Geld leihst, es klingt jetzt blöd, ja, aber Geld und Haus mit den Nachrichten, also da könnte man schon sagen, dass sich dein Gegenüber schon wünscht, dass hier irgendwie ja auch Geld ins Haus kommt, dass du ihn vielleicht
jetzt nicht aus der Patsche hilfst, aber ich hoffe, er versteht, wie ich das meine, ja? Natürlich nicht, dass er dich ausnutzt, ja? Wir haben hier auf der Gefühlsebene schon Gefühle da und auch sehr, sehr schöne Gefühle und dass das auch wirklich auch wie ein Geschenk ist, ja? Also kann man jetzt nicht sagen, da geht es jetzt hier nur um das Geld, aber natürlich auch, ja? Oder dein Gegenüber wünscht sich von dir, dass du vielleicht weniger auf das Geld achtest, ja? Das kann natürlich auch sein, dass du jemand bist, dem Geld, Materielles sehr wichtig ist, dass du ihm hier schon Nachrichten zukommen lässt, aber eben, dass du nicht so sehr auf Geld, auf Materielles, auf Äußerlichkeiten, ja? Das kann es natürlich auch bedeuten. Je nachdem, wie du auch hier so charakterlich bist, ja, das weiß ich ja eben nicht. Was wird der nächste Schritt deines Gegenübers sein? Das sagen mir hier diese drei Karten. Und da haben wir der Verdruss. Also man sieht hier schon, dass diese Frau mit den Tellern geht und dann fliegt eines nach dem anderen runter. Dann haben wir junger Herr. Und Gedanke. Also dein Gegenüber wird sich in nächster Zeit auch in so einem Gedankenkarussell befinden. Es geht hier vielleicht um einen jungen Mann, um eine junge Frau, Sohn oder Tochter, Nichte oder Neffe, junger Arbeitskollege, junge Arbeitskollegin, wo diese Person sehr verdrossen ist in dem Sinne, vielleicht auch tollpatschig, ja, kann natürlich auch sein, oder dass diese Person einfach auch Pech hat, ja, und darüber macht sich dein Gegenüber Gedanken. Ja, also man kann jetzt hier nicht sagen, dass dein Gegenüber hier so den nächsten großen Schritt tun wird, sondern dein Gegenüber hat Sorge, macht sich Gedanken wegen einer jüngeren Person. Das kann der Sohn sein, die Tochter sein, der eben sehr tollpatschig ist, wo viel Missgeschick auch passiert. Und dein Gegenüber macht sich eben deswegen Gedanken, weil der Sohn, die Tochter ständig in irgendwelchen Schwierigkeiten drinnen steckt. Oder ein guter Freund, eine gute Freundin steckt dauernd in Schwierigkeiten oder hat ein Pech nach dem anderen. Und dein Gegenüber macht sich hier ganz, ganz viele Gedanken. Und deswegen kann er oder sie vielleicht auch nicht so den richtigen Schritt in deine Richtung tun, ja? Weil er so gedanklich wirklich auch momentan bei einer anderen Person ist, die eben hier wirklich ein Pech nach dem anderen hat und dein Gegenüber ist so im Gedankenkarussell, wie kann ich dieser Person hier aus der Patsche helfen? Ja, also so der nächste Schritt wird von ihm nicht so ausgehen. Also er wird sich da eher Gedanken um eine andere Person machen. Das heißt aber nicht, dass es bei euch nicht weitergeht, sondern das ist das, was so in der nächsten Zeit von deinem Gegenüber passieren wird. Vielleicht, es kann natürlich auch sein, dass dein Gegenüber sich bei dir meldet oder mit dir auch darüber spricht, weil er sich sehr viele Gedanken um eine jüngere Person macht, ja. Das kann natürlich auch sein. Jetzt schauen wir uns mit den unteren sieben Karten an, wie es denn langfristig bei euch weitergeht. Da haben wir die Treue. Fremde Frau. Okay. Das kann jetzt bedeuten, dass es hier noch eine andere Frau gibt. Oder dass noch eine andere Frau kommen wird. Ja, das ist aber eher so im, wenn jetzt eine andere Frau tatsächlich da ist, ja, weil du einen Wunschpartner hast, der vergeben ist, dann ist er oder sie dieser Person treu. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass diese Person, Mann oder Frau natürlich, ein guter Freund, eine gute Freundin ist. Ja, also da müsst ihr einfach auch schauen, in welcher Konstellation ihr seid. Oder dein Wunschpartner lernt eine Frau kennen, der er hier auch treu ist. Ja, das kann eine Partnerin sein, eine fremde Frau, die du eben noch nicht kennst. Das kann aber auch, weil der Hund dabei ist, im freundschaftlichen Bereich sein. Dann haben wir unverhoffte Freude und Hoffart. Besuch, Nebenbuhler, das ist jetzt interessant, und Falschheit. Also, es wird ein Treffen geben zwischen dir und deinem Partner, deinem Wunschpartner. Das kann auch sein, dass ihr mal was unternehmen werdet miteinander, ja, mit einer Freundin oder einem guten Freund.
Ja, dass es hier zu unverhoffter Freude kommt, zu Besuch, dass man hier wirklich auch schöne Stunden miteinander verbringt. Das kann die eine Seite sein. Die andere Seite kann einfach sein, dass dein Gegenüber noch in einer Partnerschaft ist, der er hier treu ist. Es kommt aber trotzdem zu unverhofften Freude und zu einem Besuch, zu einem Treffen zwischen euch, wo aber so in der Basis nicht viel passieren wird. Ja? Es gibt noch, oder es wird ein Nebenbuhler kommen, also eine männliche oder weibliche Person eben für dich jetzt, ein neuer Mann oder eine neue Frau, vielleicht bist auch du noch in einer Beziehung, und das ist aber falsch. Ja, es kann also sein, dass wenn dein Gegenüber noch in einer Partnerschaft ist, bleibt er hier dieser Frau treu, auf körperlicher Ebene. Ja, es kommt trotzdem zur unverhofften Freude und zu einem Treffen zwischen euch. Da wird aber nichts passieren. Ja, und auch wenn, und es kann auch sein, dass hier ein neuer Mann, eine neue Frau nochmal in dein Leben kommt. Das wäre aber hier falsch, wenn du selber nicht gebunden bist. Ja, bist du selber noch gebunden? Ist das hier dein Partner, wo hier vieles, vieles falsch läuft? Ja, zwischen dir und deinem Partner, zwischen dir und deinem Wunschpartner wird es Treffen geben, aber dieser anderen Person bleibt dein Gegenüber treu. Das ist also so ein freundschaftliches Treffen. Das kann es bedeuten. Ja, wenn du in einer Partnerschaft bist, kann es sein, dass ihr euch mit Freunden treffen werdet. Ja, ihr seid euch auch treu, ihr werdet euch mit Freunden treffen, es wird Besuche geben, aber es kommt ein Nebenbuhler. Jemand hat auch starkes Interesse an dir, aber der ist nicht ehrlich, ja. Der schaut hier in die Falschheit rein, das wäre hier einfach auch nicht ehrlich. Und wenn du selber noch in einer Partnerschaft bist, kann es auch sein, dass ja hier vielleicht auch eine andere Frau da ist. Ja, dein Gegenüber ist dir zwar treu, ja, aber es spielt eine fremde Frau noch eine Rolle und bei dir auch ein Nebenbuhler. Aber das ist hier nicht so ehrlich. Also du solltest hier wirklich schauen, wie kann man jetzt diese Karten auf dich und deine Situation umdeuten. Ja? Das ist also so die langfristige oder längerfristige Zukunft sozusagen. Wie gesagt, Kollektivorakel kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Ja, Treffen wird es geben, unverhoffte Freude, aber es wirken hier noch andere Personen mit. Es wird auf jeden Fall noch ein Nebenbuhler oder eine Nebenbuhlerin für dich kommen. Diese Person ist nicht ehrlich und ja, da wird's noch mal richtig heiß hergehen. Schauen wir uns jetzt die Orakelbotschaften an. Die erste Botschaft kommt vom E-Quadrat-Orakel. Großzügig denken, großzügig leben. Also es geht hier darum, dass du wirklich auch Großes denkst, ja, dass du wirklich Großes auch verdient hast, dass du auch großzügig lebst, indem du mit dir und anderen auch großzügig umgehst. Und Visionen deiner Seele, da haben wir das Wissen. Also es wird hier vieles auch aufgedeckt, du weißt auch vieles, vielleicht wirst du auch einiges erfahren, ja. Und hier geht es wirklich auch darum, dass du auch dein Wissen weitergibst, dass du deinem Gegenüber wirklich auch sagst, was du möchtest, dass du deinem Gegenüber einfach auch, ja, es wissen lässt, was für dich wichtig, gut und förderlich ist und ob dein Gegenüber vielleicht auch ein Stück weit mit dir an einem Strang zieht. Lass es deinem Gegenüber wissen, was bei dir los ist, wie es dir geht, wie es um deine Gefühle steht, was dich belastet, ja. Vielleicht lässt dich auch dein Gegenüber wissen, was momentan los ist. Wir haben ja auch hier viele Gedanken wegen einer anderen Person, dass dich das dein Gegenüber einfach auch wissen lässt. Ja, das finde ich übrigens noch eine ganz, ganz schöne Abschlussbotschaft und ich hoffe, dass euch dieses Orakel gefallen hat. Ich wünsche euch natürlich eine wunderschöne Zeit, freue mich natürlich auf die nächsten Orakel und sag bis bald.